Und dann wollen wir natürlich ihm jetzt hier gratulieren. Michael, komm mal zu meiner Linken. Das ist dein Renntag. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke nochmal. Lief super. Es ist ja wirklich nicht immer leicht, auch so ein Vierpferderennen mal zu gewinnen, weil da auch viel Taktik mit drin ist. Ihr habt euch auf keine Taktik eingelassen. Ich denke, du hast dir im Vorfeld natürlich auch Chancen ausgerechnet, weil du genau wusstest, die Kondition spricht für euch. Ja, genau. Aber das große Fragezeichen war die Strecke. Die ist ja seit ihrer ersten Starts nicht mehr auf 1600 gelaufen. Da war sie in München mit dem Babursha Mosabayev Zweiter oder Dritter. Und ein einziges Mal ist sie vorne gegangen, die Sibylle fragte mich, sage ich, ja, da hat sie sich so ein bisschen abgespult bei ihrem allerersten Rennen. Ich habe ihr gesagt, du darfst reiten, wie du willst, einfach nach dem Gefühl, wie sie es entwickelt. Und die Stute und die Sibylle, die beiden Stuten haben das richtig, richtig toll gemacht. Ich muss dazu sagen, wenn wir Racing Beauty mal nehmen, Amrit Cicciana, die stehen im GRG relativ hoch, weil sie schon ganz gute Leistungen auf Blacktype-Ebene gebracht haben. Das heißt, so ein Rennen sucht man auch, dass man da entsprechend dann auch was zum Starten hat. Wie geht's jetzt dann mit ihr weiter, mit Queen Josephine? Ja, also wir versuchen ja seit 2 Jahren Blacktype zu erreichen. Sie hat es fast geschafft, dreimal. Sie war zweimal Vierte in dem Listenrennen, einmal Vierte in dem Gruppe 3. Und das versuchen wir weiterhin. Aber nachdem sie jetzt über 2,4 und über 1600 gewonnen hat, ist es jetzt echt nicht so leicht, die richtige Strecke und die richtige Taktik ist vielleicht sogar von vorne jetzt. Also wir müssen unsere Strategie nochmal überdenken. Dann sind wir gespannt, wo wir Sie das nächste Mal sehen. Michael Figger auf jeden Fall heute sowas wie der Mann des Tages, weil er sowas wie, er ist der Mann des Tages, mit 3 fantastischen Treffern. Wir sagen nochmal herzlichen Glückwunsch. Und wenn Sascha Multra da schon steht, Damen und Herren, dann sage ich jetzt Folgendes. Wir kommen zur Siegerehrung.